jetzt bin ich da, wo die Arktis und das Nordmeer zusammentreffen. Hafengebiet. Heute geht es auf jeden Fall nach Schillig. Ist nicht besonders viel Wind, aber die Sonne ist da, Temperaturen sind toll, schön warm. Und ich radel gemütlich zwischen Deich und Meer entlang. Steht sie, die Ziege, umgeben von vielen Schafen. So, statt Strand gibt es jetzt den Deichweg. Der Blick zurück nach Hoogsiel und da ist Schillig und Hooremaasiel. Meine Reichweite erhöht sich auch ständig. Das heißt ja nicht, dass der Akku dann nicht leer wird. Aber ich könnte 150 Kilometer fahren, wenn ich wollte. Mit der entsprechenden Durchschnittsgeschwindigkeit geht das auch. Ich habe jetzt diese Strecke gewählt, nicht mehr am Deich, weil hier links der schöne See ist. Da hätte ich jetzt auch lang fahren können, aber da schlängelte sich so über die Feldwege. Da habe ich keine Lust zu gehabt. Das kann ich auch zu Hause fahren. Und so sehe ich mehr von dem schönen See. Und da vorne ist Hooremaasiel. Da vorne ist Schillig. Das Quellfeuer ist schon zu sehen. Strandbereich. Ein Anblick, den ich jedes Mal aufs Neue genieße. Bei Flut ist es natürlich schöner. Und wie soll es auch anders sein? Habe ich natürlich wieder ein Eis dabei. Und Proviant für unterwegs. Da ist schon der erste Drachen am Himmel. Das Drachenfest selber beginnt morgen erst. Ist hier wirklich der Bär los, aber trotzdem hängt sich keiner auf der Pelle. Und alles ist tatsächlich sehr gut strukturiert. Das Wetter ist nicht ganz so glücklich, keine Sonne zu sehen, aber mit einer Fahrradtour nach Karoliensiel verschönere ich mir einfach mal den Tag. Drüben müsste Wangerup und Spiekeroog sein, denn ich nähere mich Karoliensiel und Halesiel. Karoliensiel ist der Stadtbereich und Halesiel ist da, wo Hafen und Strand ist und der ganze Tourismus. Gleich bin ich in Karoliensiel. Hier links ist schon der Flughafen. Und immer noch sind überall Schafe auf dem Deich. Kleiner Ort, Tourismus pur. Hier wird ja richtig fleißig gebaut. Das sieht aktuell nicht schön aus.
Die Boote hier im Hafen sind auf jeden Fall schön anzusehen. Hafenblick im wahrsten Sinne des Wortes. Tschüss, Karolinsiel. Und wie heißt wohl hier die Gaststätte im Ort? Zum Dorf gucken. Die einen reisen nach Wangeoge und ich reise mit dem Fahrrad ins Wangerland. Und hier ist ein richtig cooler See. Ja, nette Aussicht, würde ich mal sagen. Da hinten ist der Strand, beziehungsweise das die Nordsee. Hier mache ich jetzt mein kleines Päuschen. Und zur Feier des Tages gibt es heute Vanilla-Schokolade. Bin ich bald zurück in meiner Unterkunft.